Ja, ich finde eine sehr große Moral dieses Stücks ist oder unseres Films ist, wenn du einen wichtigen beruflichen Termin hast, dann lass die Finger vom Alkohol und ja, bring den Job ordentlich zu Ende, weil wir wissen, wie es ausgeht, wenn man besoffen versucht, Termine zu erledigen. Es geht nicht gut. Ja, die Angst vor dem Tod ist ein Thema, das ist ja nie out. Also von Generation zu Generation wird die Sorge und die Angst um den Tod weitergetragen. Es ist ja was, was jeden beschäftigt. Was kommt danach? Wann wird mein Leben zu Ende sein? Habe ich die Möglichkeit, lange zu leben oder ist es bald vorbei? Es kann uns keiner vorhersagen. Und das in einer Zeit, wo man eigentlich schon alles so kalkulieren kann. Das ist etwas, worüber wir nicht Bescheid wissen. Was passiert, wenn wir den Löffel abgeben? Gibt es ein Paradies? Gibt es das Fegefeuer? Gibt es ein Leben danach? Kommen wir wieder auf die Welt als Kuh oder was auch immer? Also da hat ja jede Religion so die eigenen Vorstellungen und wissen tun wir es nicht. Wir können nur glauben. Ich glaube, wenn es so ist, wie der Josef uns in seinem Film sagt, dann können wir alle recht guten Gewissens sterben, weil im Himmel ist es ganz okay.